JFT, just fair and direct. So, dann mal einen wunderschönen Dienstag in die Runde, in den digitalen Äther. Ich grüße euch ganz herzlich hier zum Live-Starting, technische Cluster-Analyse mit dem lieben Chris Stern, der, ich sehe es gerade im Chat, auch schon zugegen ist und mich hört. Ich schicke erstmal Grüße an den Chiemsee, Chris. Wenn du dein Mic mal anschaltest, sind wir auch gleich so weit, dass wir ein Stück weit interagieren können. Sei gegrüßt, Chris. Ja, einen wunderschönen guten Morgen vom Chiemsee, tatsächlich 20 Grad Außentemperatur und ich glaube auch fast Wassertemperatur, so wie ich das abschätzen kann schon. Ja, ich hatte letzte Woche auch das Vergnügen, das schon mal auszutesten. Da waren wir im Bereich 17, 18 Grad. Es dürfte ein Stück weit angestiegen sein. Insofern toi, toi, toi. Das ist ja, wie gesagt, ein goldiger Platz. Chris, ich bin guter Dinge, dass wir heute wieder was Interessantes aufdecken. Freue mich, dass auch der Zuschauerkreis hier entsprechend ansteigt und jetzt noch nach und nach reinströmt in den Raum. Wir wollen ja keine Zeit verlieren. Ich denke, du hast sicherlich das ein oder andere wieder vorbereitet. Lass mich vielleicht zu Beginn noch kurz den Risk-Disclaimer einblenden und dann können wir eigentlich direkt in die Vollen gehen, oder? Gerne, gerne. So tun wir. Alright, jetzt muss ich mal kurz noch ein bisschen hier rumjustieren. Bist du eigentlich heute mit Kamera am Start, Chris? Ich weiß es gar nicht. Du, wenn du möchtest, kannst du die zuschalten, beziehungsweise muss ich das machen? Nee, du musst das machen, glaube ich. Ich müsste es dann machen. Aber wie gesagt, können ja die Teilnehmer gerne mal schreiben. Würde mich ohnehin interessieren, ob euch das lieb ist, dass wir da immer wieder mit einem kleinen Eck zu sehen sind. Wenngleich natürlich das Bild dann auch ein Stück weit eingeschränkt wird, weil es nicht im Bild ist, sondern oben, glaube ich, zu sehen. Letztlich, ihr seht hier die Protagonisten des Tages. Vielmehr ist ja Chris Stern, der sozusagen uns an seiner Cluster-Analyse teilhaben lässt und eben aktuelle Trading-Ideen kreiert und uns daran teilhaben lässt. Und klar ist, so sehen wir aus. Und Jürgen schreibt auch, Bild ist wichtiger im Rahmen der Chart-Technik, natürlich das, worum es geht. Und wenn wir natürlich Trading-Ideen kreieren, uns auf die Charts konzentrieren, auf die Live-Action, ihr wisst das, jeder handelt auf eigenes Risiko und muss sich dessen bewusst sein, dass es natürlich nicht nur Gewinner gibt, sondern auch Verlierer. Wichtig, das Risiko im Griff zu haben und hier kein Harakiri-Trading zu machen, denn bekannterweise tun eben viele genau das nicht. Und das ist an den Kapitalmärkten verwerflich, da eben dann doch die Masse leider Geld verliert. Damit das nicht passiert, sind wir heute hier und wollen ein Stück weit Aufklärung leisten. Wer Fragen zu JFD hat, unser Support jederzeit 24/7 für euch da. Ansonsten natürlich jederzeit auch melden. Hier sehen wir die Landingpage, der Webpage sozusagen. Hier auch in den nächsten Monaten auch ein komplett neuer Anstrich geplant. Lasst euch da mal überraschen, was denn da noch so einströmt. Chris, ich würde dir jetzt erstmal wie immer die Moderatorenrechte geben. Ich bin größtenteils dabei, mit einem Auge sozusagen an einem Zweitchat gebunden, wo ich noch auf Feedback warte. Aber im Prinzip bin ich heute auch für dich mit da, sodass wir durchaus in die Interaktion gehen können. Aber ich weiß, dass du sie auch generell sehr gut alleine stemmst und uns sozusagen ja auch deine Ideen kreierst. Und insofern gebe ich dir mal ein Bildschirm rüber, oder? Ja, sehr gerne, Chris. Super. So, jetzt muss ich nochmal raussuchen, weil jetzt ist der Teilnehmerkreis weiter gewachsen und du bist in Anführungszeichen nach unten gerutscht. Nicht, dass ich hier einen anderen Christian sozusagen identifiziere und als Moderator markiere, wobei es wäre auch nicht schlimm, hätten wir mal ein bisschen noch weitere Interaktivität. So, Bildschirm-Switch wird vollzogen. Jetzt müssten wir gleich in die Auswahl gehen. Jawohl, Chris, ich sehe den Trade Signal DAX Chart. Das ist sicherlich das Fenster, was du uns auch zeigen willst. Ja, du siehst meinen Bildschirm. Ich wechsle mal rüber in den MetaTrader. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen, ja, man kann fast nur sagen, guten Morgen. Hoffe, euch geht's gut. Hoffe, dir geht's gut, Chris. Also, ja, ich freue mich, dass wir hier wieder zusammenkommen. Ich freue mich auch, wenn der Teilnehmerkreis da immer weiter wächst. Und ich freue mich auch insbesondere, dass die Trades, die wir das letzte Mal hier gemeinsam aufgemacht haben, beziehungsweise besprochen haben, wer da dabei war, eigentlich tatsächlich zu 100% ins Ziel gelaufen sind. Also wer da das letzte Mal mitgetradet hat,
gearbeitet hat, mit das Ganze verfolgt hat, der wird jetzt wahrscheinlich den ein oder anderen Profit auch daraus tatsächlich ja, realisiert haben können, hoffe ich zumindest. Und von daher, weil der Chris gesagt hat, ich habe was vorbereitet. Nein, ich habe explizit nichts vorbereitet, sondern ich mache jetzt wieder gemeinsam mit euch hier zusammen quasi meine wöchentliche Handelsvorbereitung. Das heißt, ich habe quasi nichts geschönt. Ich habe euch keine Charts aufgemalt, die hier in traumhaften Figuren dargestellt, sondern wir gucken jetzt einfach ganz nackt hier in den Äther rein, in die Welt der Charts und versuchen einfach jetzt hier gemeinsam ein, zwei gute Trading-Positionen bzw. Trading-Chancen für diese kommende bzw. schon angebrochene Handelswoche hier zu finden. Und von daher freue ich mich, wenn ihr dabei seid, hier das Ganze zu kommentieren oder auch Fragen zu stellen, beziehungsweise wenn der Chris Kämmerer natürlich vielleicht so ein bisschen auch in die Diskussion mit einsteigt, dass wir einfach gemeinsam uns Basiswerte anschauen, analysieren und eben dann hier auch versuchen, unsere Annahmewahrscheinlichkeit, unsere Trefferquote gemeinsam so ein bisschen zu steigern. Und das Ganze läuft natürlich für diejenigen, die das erste Mal dabei sind, immer auf Basis der sogenannten Cluster-Analyse. Also das ist quasi hier basierend auf diesem Buch, das ich verfasst habe, einfach die Schritte, die ich immer wieder tue und dann gemeinsam in den Chart integriere, um dann wiederum einen Gedanke da zu fassen und auch zu festigen, wo es denn hingehen könnte. Und hier gibt es eben nicht wie in der Charttechnik diese klassische Wenn-Dann-Analyse, sondern es muss eigentlich aus meiner Sicht heraus immer eine Richtung im Chart ganz klar favorisiert werden können, weil nur dann kann ich als Trader, und das unterscheidet uns eben von reinen Schreiberlingen, reinen Analysten, immer dann auch auf den Auslöser drücken und hier den Trade auch tatsächlich mit scharfem Geld eingehen. Und ich zeige euch noch mal ganz kurz, wir hatten ja gemeinsam British Pfund US-Dollar auch besprochen und ihr seht hier noch mal die Ausgangssituation im langfristigen Bild. Wir sind also ganz klar davon ausgegangen, dass Gold steigt, dass das British Pfund steigt und haben einfach daraus natürlich Trading-Positionen aufgemacht, die im besten Falle auch noch initial mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis hier ja zu eröffnen sind. Und wenn ihr da Fragen habt zu den Charts oder wenn ihr Ideen habt, dann schreibt sie einfach gerne in den Chat. Wir können es dann natürlich gerne diskutieren, im besten Falle sogar in einen Trade überführen. Und von daher starte ich einfach nochmal mit dem British Pfund US-Dollar, den wir hier im Langfristchart natürlich bullish gesehen haben aus verschiedenen Argumenten heraus und dann auch gesagt haben, das Ding müsste steigen im Langfristchart, im Wochenchart, auch im Tageschart war das Ganze natürlich recht schön anzuschauen. Und bei unserem letzten Webinar, das ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen her, haben wir da auch diese Position dann gehandelt. Und schauen wir jetzt mal auf den British Pfund US-Dollar, wie er heute ausschaut, dass er jetzt eben in den letzten Wochen hier unser Ziel erreichen konnte an diesem markanten Horizontalwiderstand bei 1,4238 und dementsprechend natürlich dieser Trade hier wunderbar gelaufen ist. Und mein Ziel wäre es eben jetzt heute mit euch zusammen ein, zwei Trading-Positionen wieder zu finden, wo wir die Argumentationskette ganzheitlich spannen können. Das heißt, wir beginnen langfristige Analyse, wie ist der Geldfluss, wie verhalten sich die gleitenden Durchschnitte, geht der Kurs eher von links unten nach rechts oben oder geht er eher von links oben nach rechts unten, fließt Geld rein in die Währung oder fließt Geld raus in die Währung, gehen wir long oder gehen wir short. Das Ganze dann überführen wir in die Multi-Timeframe-Analyse, das heißt, wir zoomen uns dann aus dem Wochenende-Tageschart runter und gehen so weit tiefer, als wir dann den Trade auch eröffnen wollen. Dann schauen wir auf die Sessionalitäten, dann schauen wir auf die Marktprofilindikation, also das Handelsvolumen ziehen wir hier hinzu und wir ziehen natürlich auch klassische Charttechnik hinzu. Und so kommen wir irgendwann im besten Falle eben zu diesem sogenannten Cluster. Also der Cluster bedeutet nichts anderes als ein Klumpen aus verschiedenen Strömungen aus der Charttechnik, aus von mir aus auch der Fundamentalanalyse, wenn man beispielsweise Sessionalitäten oder COT-Daten oder ähnliches, das rechnet man eher auch schon in die fundamentale Welt hinein. Und wir versuchen einfach Argumente zu verdichten, um hier einen Trade zu finden. Und dazu haben wir eben die Möglichkeit, auch hier mit dem MetaTrader natürlich zu arbeiten. Beginnen mit meiner klassischen Matrix. Wir sehen den Wochen-, wir sehen den Tages-, wir sehen den Stundenchart. Wir sehen die Swaps, die jetzt in der Vergangenheit etwas
in die zweite Reihe gerückt sind, weil natürlich das Zinsniveau, jetzt wo wir gegen Nullzinsen arbeiten, auch in verschiedenen Regionen der Welt und in vielen Währungen, natürlich nicht mehr ganz so relevant sind. Also dieses klassische Carry Trading ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, wo muss doch tatsächlich auch trotzdem noch funktioniert. Das sind natürlich exotische Währungen, die haben aber auch tatsächlich dann immer auch ein erhöhtes Risiko an Kursschwankungen. Und was ich hier noch anschaue, ist eben der sogenannte Seasonal Forecast, den wir dann hier unten in dieser Indikation sehen können. Und das erste Chartbild, das wir hier haben, ist natürlich gleich recht interessant, weil der US-Dollar-Schweizer-Franken hier relativ rot eingetrübt ist. Was bedeutet relativ rot eingetrübt? Das bedeutet, wir sind im Wochenchart seit 7 Wochen unterhalb der gleitenden Durchschnitte 200, 150, 20. Das sind also unsere Filter-EMAs und wir sind de facto also in einem aktiven Abwärtstrend. Das bedeutet, Geld fließt raus, der Kurs fällt und ich erlaube mir, wenn überhaupt, nur eine Short-Position, verbiete mir eine Long-Position gegen diesen Trend. Wenn ich mir den Chart anschaue, dann sehe ich auch relativ schön, dass ich gute markttechnische Fraktale habe, also einzelne Elemente dieses Trends. Wir haben also immer eine Bewegung, eine Korrektur, eine Bewegung, eine Korrektur, eine Bewegung und eine Korrektur. Und jetzt sind wir tatsächlich wieder hier in der Bewegung. Das heißt, der Abwärtstrend ist aktiv, ist in der Progression, also auch in der Bewegung. Und meistens ist es so, wenn ich das in verschiedenen Zeiteinheiten sehen kann, dann ist auch Dynamik dahinter. Das heißt, dann passiert das Ganze auch recht zügig und mit einer gewissen Kraft dahinter. Und das ist eigentlich das, was wir als Trader natürlich in der Regel suchen. Wir wollen ja nicht unbedingt eine Position aufmachen und dann 4 Wochen lang drauf gucken und warten. Das haben wir übrigens wir haben noch einen Trade offen, Austral-Dollar, US-Dollar. Da haben wir die Situation, dass wir hier einen Trade haben, der ist zwar jetzt im Gewinn, ist ein Short-Trade, aber er dümpelt hier so ein bisschen vor sich hin. Und das ist so eine Situation, die möchte man als Trader nicht unbedingt haben, weil natürlich wir meistens auch einen Negativ-Swap hier auf die Short-Position haben. Der ist zwar nicht so groß, wenn man einen ordentlichen Broker hat, dann fällt der gar nicht weiter auf. Das sind jetzt 4, 5 Euro für die Position, seitdem wir sie aufgemacht haben. Aber ihr seht, das ist ein Trade, den möchte ich eigentlich nach unten traden. Da möchte ich eigentlich eine SKS-Formation sehen, die sich hier nach unten auflöst. Aber da dümpel ich halt so vor mich hin und das muss nicht sein. Das heißt, hier ist der Optimalfall immer, dass man entweder alles grün, alles rot hat und dann ist es halt auch so, dass verschiedenste Investorengruppen aus verschiedensten Zeitebenen meistens gerade aktiv sind und dann den Kurs natürlich auch bewegen. Das heißt, hier auf den ersten Blick, US-Dollar, Schweizer Franken, juckt natürlich sofort im Finger eine Short-Position. Wochenchart, wie gesagt, im Abwärtstrend. Gleitende Durchschnitte fallen ab, der Kurs fällt ab und wir haben auch eine markttechnische Formation. Mit diesem Wissen gehen wir runter in die nächsttiefere Zeiteinheit, in den Tageschart. Das ist jetzt also hier meine nächste Zoom-Stufe und wir sehen auch hier, dass wir nach der Korrekturphase, die wir nach oben hin gesehen haben, einen Abpraller haben unter das letzte Verlaufstief, damit einen Abwärtstrend hier im D1 auch wieder haben und natürlich auch unter die wichtigsten gleitenden Durchschnitte EMA 200, die sogenannte 200-Tage-Linie, gerutscht sind. Das macht jetzt natürlich das Chartbild erstmal blutrot. Und was jetzt hinzukommt in meiner Analysemethode, ist jetzt natürlich auch hier der Blick auf die Saisonalitäten. Wie entwickelt sich der US-Dollar-Schweizer-Franken also im Schnitt beispielsweise der letzten 5 Jahre auf saisonaler Ebene? Was passiert also im Durchschnitt US-Dollar-Schweizer-Franken? Durchschnitt in den nächsten Wochen, ist der eher in einem Aufwärtsmomentum oder geht es tendenziell eher runter? Und auch hier ist es so, dass die Saisonalität zugunsten unserer Multi-Time-Frame-Analyse steht. Das heißt, wir haben auch hier in der Saisonalität weiter fallende Kurse zu erwarten. Richten wir den nächsten Schritt auf das Marktprofil. Wir sehen also hier das aus dem MetaTrader generierte sogenannte Tick-Volume. Das heißt, je mehr Ticks der MetaTrader, der Broker stellt, desto weiter wird diese Indikation hier sich ausdehnen. Und wir haben also hier eine Phase der Effizienz unterschritten. Das heißt, wir sind hier zunächst mal von einem wichtigen Magnetpunkt nach unten hin durchgerauscht und werden uns jetzt mit sehr hoher, ich sage fast sicherer Wahrscheinlichkeit, wobei ich das natürlich nicht sagen darf, weil immer wenn ich sage sicher,
kann es immer noch nach hinten losgehen, kann immer noch eine fundamentale Nachricht beispielsweise uns als Charttechnik in zweite Reihe drängen. Und deswegen hat da Chris auch initial mit diesem Disclaimer sozusagen immer wieder die Pflicht darauf hinzuweisen, dass natürlich jeder Trade gegen euch laufen kann. Und dazu brauchen wir gezwungenermaßen natürlich unser Risikomanagement, unseren sogenannten Stop-Loss. Und das ist jetzt übrigens auch in diesem Trade hier die einzige Gefahr, die ich sehe. Ich mache das jetzt mal im Tageschart hier etwas bunter, weil ich möchte euch was einzeichnen. Nämlich wir können natürlich hier jetzt davon ausgehen, dass der Kurs fällt. Wir haben also hier einen schönen Abwärtstrend gesehen. Wir haben auch eine kurze Korrektur gesehen und wir gehen jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass der Kurs entweder jetzt hier direkt weiterfällt und zwar wohin? Vom Effizienzlevel zum Effizienzlevel. Wir schneiden also Ineffizienzzonen in der Vergangenheit immer wieder und werden das auch in der Zukunft tun. Das heißt, die Erwartung, die ich jetzt direkt habe, ist hier ein direkter Kursrutsch auf das nächste Unterstützungsniveau heraus aus dem Marktprofil. Und schaut euch mal in der Vergangenheit die Zone an, die hier ineffizient ist. Das ist eine Zone, in der der Kurs immer binnen 2 Tagen die Zone durchschreitet. Das heißt, immer dann, wenn wir hier eintauchen in diese Zone, gehen wir zügig, wir schneiden wie das Messer durch die warme Butter, hier durch. Das heißt, der Kurs ist nicht interessiert daran, der Markt ist nicht interessiert daran, sich hier aufzuhalten, weil da keine Händler zusammenkommen, kein Angebot, keine Nachfrage in Einklang gebracht wird, kein Umsatz entsteht und dementsprechend hier der Kurs das tut, was ein Kurs tun muss, nämlich er geht dorthin, wo Umsätze zustande kommen, wo Kurse gestellt werden können. Und das ist jetzt also meine direkte Erwartung, dass wir also hier, wenn wir die Zone das nächste Mal anlaufen, durchschneiden werden und direkt zum nächsten Effizienzlevel aus dem Marktprofil heraussteigen. Was ein bisschen dagegen spricht, ist natürlich die Möglichkeit, dass wir hier eine Unterstützung ausbilden. Wir sehen das auch in der Vergangenheit schon, dass der Kurs hier schon mal gedreht ist, hier schon mal gedreht ist. Dann haben wir natürlich das Risiko, dass der Kurs also hier jetzt nach oben nochmal den EMA 200 sucht, nochmal das Haupteffizienzlevel aus dem Marktprofil sucht und erst dann den Trend fortsetzt. Das ist jetzt das große Risiko unseres Short Trades und das Chance-Risiko-Verhältnis. Wenn wir also jetzt hier einsteigen und bis zum Haupteffizienzlevel bzw. zum nächsten Volumenunterstützung traden und uns hier oben absichern, ist natürlich das Chance-Risiko-Verhältnis im Moment noch relativ schlecht. Man könnte das traden, wir kommen so ungefähr auf eine 1:1 Situation, man muss aber nicht. Wir sehen auch im Seasonal Indikator, dass wir hier tatsächlich jetzt nochmal eine Zeit lang Stärke haben. Wir haben also jetzt hier nochmal ein paar Tage, wo tatsächlich auch nochmal dieser Move nach oben kommen kann. Das heißt also hier ist der Trade zwar relativ klar gegen Süden zu richten, aber das Chance-Risiko-Verhältnis sagt uns hier, du musst aufpassen, das muss nicht sofort passieren. Wir können nochmal mit der starken Saisonalität ein paar Tage hochgehen und dann tatsächlich hier runter. Von daher in der Praxis würde ich persönlich jetzt hier noch nicht eine Market-Position aufmachen, sondern ich würde das Ganze jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen beobachten. Ich würde vielleicht mir noch mal etwas höhere Kurse wünschen, eben mit diesem Move, der hier vielleicht nach oben noch mal kommen kann. Dann irgendwo mit einem CRV von 2:1 oder 1,5:1 dann die Short-Position in der laufenden oder kommende Woche eröffnen. Fazit also, US-Dollar, Schweizer Franken, wir haben eine ganz klare Meinung dazu. Ich habe eine ganz klare Meinung dazu, habe aber hier noch nicht das perfekte Timing. Ich werde quasi jetzt im Laufe der Woche nochmal auf etwas höhere Kurse hoffen, um das Chance-Risiko-Verhältnis hier in der Praxis etwas günstiger zu gestalten. Jetzt frage ich mal den Chris, beziehungsweise frage mal in die Runde, ob zu diesem Chartbild andere Meinungen bestehen oder vielleicht auch jemand eine Frage hat. Sehr gut, Chris. Sehr gut, Chris. Also spannend an der Stelle auch 2 Punkte. Zum einen, britisch Pfund, US-Dollar hatte ich heute Morgen auch erst im Radar. Und US-Dollar, Schweizer Franken finde ich sehr spannend dahingehend, dass wir ja dieser Tage am Donnerstag speziell ja die EZB-Sitzung haben.
die sicherlich hier und da wieder Volatilität erzeugen könnte, wenngleich nicht so wie zu früheren Zeiten. Aber da wäre hier durchaus die Chance gegeben, so einen Spike nach oben zu sehen. Denn ich selbst sehe Euro-US-Dollar auch sehr stabil und das passt eigentlich ganz schön zu deiner Einschätzung. Tendenziell erwarte ich nämlich einen steigenden Euro gegenüber dem Dollar. Und hier haben wir beim US-Dollar schwarzer Franken auch so eine, wie nennt man es klassisch ausgedruckt, eine negative Korrelation. Das heißt, steigt das eine Währungspaar, fällt das andere. Und wenn Euro-US-Dollar steigt, dann neigt US-Dollar-Schweizer Franken zur Schwäche. Und das passt sehr, sehr gut ins Bild. Und beim Euro-Dollar würde ich mir ein bisschen tiefere Kurse wünschen, um da reinzukommen für den nächsten Auftrieb. Und im Prinzip genau das Pausbild zur deiner Tendenz im Rahmen, dass der US-Dollar-Schweizer Franken auch Swissy genannt, eben nach unten kippt. Also wenn der nochmal in die Richtung 0,90, 0,90, 30 vielleicht gehen würde, wäre das in jedem Fall ein sehr, sehr schönes Level. Und da schließe ich mich dir an, kann man durchaus mit einem attraktiven Stop hier die Chance suchen, das Level hier von 0,89 zu unterschreiten. Weil im Tageschart hatte ich auch den US-Dollar-Schweizer Franken, ich hatte ja auch im Vorbereitung des Devisenradars verschiedene Währungspaare gecovert, auch den Euro-Schweizer Franken an der Stelle. Und da war ich mir noch unsicher, ob ich den heute mache oder eben die Tage. Und US-Dollar-Schweizer Franken war da auch mit im Fokus. Und gerade im Zuge der jüngsten Schwäche und auch der wahrscheinlich jetzt weiteren Schwäche wäre nochmal so ein Dip nach oben als Bestätigung wirklich das, was wir Trader natürlich sehen wollen, um ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis zu erzeugen. Ich kann an der Stelle auch nochmal aufrufen, wer Wunschwerte hat, und das war auch vom Chris natürlich ad hoc, uns zwischen uns jetzt nicht abgesprochen, dass er jetzt hier keine Blaupausen vorbereitet hat und euch da sozusagen jetzt hier irgendwas zeigt, sondern er erarbeitet ja die Trading-Strategien. Das heißt, wenn hier noch der ein oder andere dabei ist, der gern ein Asset mal betrachtet haben will unter dem Gesichtspunkt der Cluster-Analyse, nutzt den Chat an der Stelle und da kommen auch schon die ersten rein. Ich möchte unserem Namensvetter Christian nur sagen, das Audio ist bei allen anderen funktional. Vielleicht ist das ein lokales Laptop-Problem. Schade, wenn du uns übers Handy hören nur kannst, dann ist das ja zumindest mal was. Aber ich würde in jedem Falle versuchen, hier den Laptop-Audio-Ausgang da nochmal zu prüfen, weil ansonsten haben wir hier keine Soundprobleme. Also es läuft alles sozusagen rund. Chris, an der Stelle, wir haben auch hier schon den ersten Wert, der mit reingekommen ist und den kennst du auch nur zu gut, denn den hatten wir auch in den letzten Wochen zu unseren monatlichen Cluster-Reviews ja sozusagen betrachtet, nämlich den Looney, den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar in einem wirklich absolut krassen Abwärtstrend, sehr schön zu sehen. Vielleicht kannst du dir den nochmal unter die Lupe nehmen und Euro-US-Dollar sozusagen als Pendant zum US-Dollar Schweizer Franken, ob du da jetzt hier am Ende des Tages eben auch so eine Tendenz siehst mit dem Preiseffizienzlevel, wie du so schön sagst, ob es da Synergien gibt oder auch wieder den Euro-Dollar einschätzt, ist natürlich auch ein sehr beliebtes Währungspaar. Den, wie gesagt, werde ich wahrscheinlich morgen ist Mittwoch, Donnerstag EZB, in den nächsten zwei Tagen auch im Devisenradar analysieren. Ich will nicht zu viel vorweggreifen, aber deine Sicht der Dinge würde ich auf jeden Fall gern mal wissen. Bevor wir die zwei Paare vielleicht analysieren, Chris, hier noch eine Frage von einem Teilnehmer. Welche EMAs, die du verwendest, sozusagen, das sind ja die großen, vermutet hier den 100er und 200er, sind denn noch vorhanden bei deinem Chartbild, was wir gerade sehen? Ich bin ja per se auch Rainbow-Anhänger. Insofern ist ein Rainbow oder für immer, was sage ich, ein gleitender Durchschnitt kein gleitender Durchschnitt. Du verwendest hier aber schon ein paar mehr, um nicht zu sagen vier. Welche vier sind es denn? Das ist so ein Stück weit die Frage. Das ist ganz, ganz interessant, die Frage. Ich habe die EMAs quasi übernommen aus unserer gemeinsamen Zeit bei Gottmund Trader. Da hatten wir ja klassisch, oder das ist auch heute noch so, wenn man die Seite sich anguckt, die Analysen, immer die 200-Tage-Linie in dunkelrot quasi, in dick und in EMA 50 sozusagen als blau markiert. Das habe ich quasi aus der Zeit noch übernommen und daraus kann man natürlich auch schön schon mal diese Golden Cross, Death Cross Handelssysteme ableiten als klassisches Kaufsignal quasi, wenn sich die beiden schneiden, und habe aber für mich dann über die Jahre, über die Zeit ähnlich wie einen Rainbow sozusagen noch weitere EMAs hinzugezogen. Die sind jetzt mehr oder weniger aus über 20 Jahren Erfahrung entstanden. Das ist also klassisch die 200-Tage-Linie, der EMA 200, der EMA 50, der EMA 100 und der EMA 20. Und
Die sind im Grunde genommen bei mir und ihr könnt, wenn ihr wollt, mal auf YouTube vielleicht Trendfilter euch das Video reinziehen dazu, wenn es euch interessiert, warum ich die IMAs nehme, beziehungsweise wie ich die nehme, weil es ist für mich einfach nur ganz, ganz wichtig, die Diskussion aus dem Kopf zu haben, ist es ein Abwärtstrend, ist es ein Aufwärtstrend, ist es ein Seitwärtstrend, weil der Chart hier, der könnte jetzt von links nach rechts laufen, seitwärts, der könnte von oben nach unten laufen, aufwärts, der könnte von, was weiß ich, der kann alles sein und mir ist halt ganz, ganz wichtig, dass ich selber erstmal nicht besser sein möchte als der Markt, dass ich das nicht kann und mir hier einen mathematischen Filter einfach reinlege. Und da ist einfach klassisch der EMA 200, also mein Long-Short-Filter, weil ich weiß, dass auch sehr große institutionelle Marktteilnehmer sozusagen diesen Filter benutzen. Die gehen aber im Aktienhandel eher dann Long-Only rein, wenn der Kurs über dem EMA 200 geht, die gehen meistens nicht in Short-Position rein, im Forex-Handel machen sie das natürlich auf beiden Seiten und der ist quasi mein Long-Short-Filter und die anderen, die zeigen mir im Grunde genommen nur an, ist der Kurs gerade in der Progression, also in der Bewegung oder ist er gerade in der Regression, also in der Korrekturphase. Wir sehen also beispielsweise jetzt hier, wenn der auffächert, dann kommt Movement rein, dann kommt Bewegung rein, dann kommt Intensität rein und das ist dasselbe Wechselspiel zwischen Bewegung und Korrektur, ist quasi auffächern und sich zusammenziehen. Wenn sich also der EMA 20, der EMA 50 hin zum Trendfilter EMA 200 zusammenzieht, dann gehe ich quasi aus der Progression in die Korrekturphase rein. Das heißt, ich weiß genau, wann ich antizyklisch in die Position einsteigen muss, beispielsweise mit Hilfe eines Fibonacci-Tracements oder wann ich jetzt prozyklisch, also sofort auch einsteigen kann. Und in dem Fall ist es jetzt hier beispielsweise so, wir haben also den Abwärtstrend gefiltert durch den EMA 200 und wir haben jetzt im Moment alle vier dieser EMAs, die zugunsten des Filters nach unten laufen. Das heißt, ich weiß jetzt genau, die Korrektur ist beendet. Und der Trend läuft also wieder in seiner Richtung. Und das kann man eben relativ schön ja, für alle Basiswerte haben. Beispielsweise Euro US-Dollar hier, wenn wir uns mal die Charts hernehmen, haben wir mal den Wochenchart. Also wir sind dann irgendwann in einem Aufwärtstrend, wir sind dann irgendwann in der Phase, dass alle vier ansteigen. Und sobald eben der EMA 20 zurückgeht, dann ziehe ich mir quasi hier ein Fibo-Retracement in den Chart rein. Beispielsweise über das letzte Fraktal, machen wir mal vom Hoch zum Tief beispielsweise, dann wenn quasi das passiert, dass der EMA 20 hier sich zurückzieht, dann ziehe ich das Fibo drüber und kaufe mich dann sozusagen an den Fibonacci Retracements hier in die Position ein, weil ich dann antizyklisch arbeite, weil ich weiß, der Kurs geht gegen seinen Trend. Wenn dann alle vier wieder nach oben gerichtet sind, dann weiß ich, der Kurs läuft gerade in Trendrichtung. Dann kann ich mit neuen Hochs oder meinetwegen auch zum aktuellen Marktpreis natürlich hier in die Position einsteigen. Das ist also die ganz einfache Logik aus diesen EMAs heraus, die aber meiner Meinung nach Gold wert ist. Also man muss da jetzt nicht unbedingt irgendwelche Elliott-Wellen zählen oder Markttechnik-Bücher lesen, sondern man kann im Grunde genommen nach diesem Filter schon mal seine Trefferquote relativ gut ausbauen, wenn man sich also selber dieses Regelwerk auferlegt. Und diese Matrix tut nichts anderes, wie beispielsweise hier gelb anzeigen, wenn sich der Kurs bzw. die EMAs nicht einig sind und zeigt uns grün oder rot an, wenn eben der Kurs über den EMAs ist und zählt dann auch noch beispielsweise wie hier jetzt im Euro-US-Dollar, zählen wir jetzt seit 8 Wochen sozusagen einen aktiven Aufwärtstrend. Das ist nichts, da ist keine Raketenwissenschaft dahinter oder so, das ist das einfachste, eigentlich Excel-Logik, die man sich selber auferlegt und einfach hier selber sich einen Short-Trade beispielsweise zu verbieten. Und Chris, kommen wir gleich zum US-Dollar und danach zum US-Dollar-Cut. Wir sehen also, wie gesagt, im Langfrist-Chart einen aktiven Aufwärtstrend, das heißt Long-Position erlaubt, Short-Positionen verboten. Wir sehen auch sehr schön, dass eben hier diese trendige Bewegung da ist. Was mir persönlich nicht so sehr gefällt, ist einfach, dass der Trend jetzt so ein bisschen abgeflacht ist, dass also die Korrekturen im Vergleich zum Bewegungsfraktal schon eine sehr, sehr große Ausdehnung hat. Also wenn wir jetzt hier beispielsweise mal rübergehen in die Trade Signal Software, dann sehen wir einfach, dass die letzten
Korrekturphasen schon sehr, sehr ausgedehnt waren. Und dass es einfach natürlich jetzt schwierig ist, da jetzt einen ganz großen Run nach oben zu erwarten. Also der Kurs wird tendenziell jetzt nicht mehr ganz so große Sprünge machen, wie er sie halt eben in der Vergangenheit machen konnte. Das heißt, das, was wir jetzt hier gesehen haben, dieser schöne Aufwärtsmove, der wurde dann korrigiert, ist dann nicht mehr ganz so stark gewesen, wurde aber umso stärker wieder korrigiert. Das heißt, der nächste Trendarm, wenn jetzt nochmal was nach oben kommt, wird tendenziell wieder leicht noch abflachend sein. Also der ganz große, die ganz große Goldgrube sozusagen, die man in den Kryptos beispielsweise sieht, ist jetzt hier im Euro-US-Dollar nicht zu erwarten. Nichtsdestotrotz, wir sehen also hier im Wochenchart, wie gesagt, einen schönen Aufwärtsmove. Der Tageschart im MetaTrader Screener ist sozusagen auf gelb gestellt, weil wir jetzt unter dem EMA 20 sind. Wir haben aber tendenziell hier einen schönen Aufwärtstrend. Ihr seht das an den gleitenden Durchschnitten, die Fächern hier schön nach oben auf. Wir sind aber jetzt, wie gesagt, hier am EMA 20 dran. Der fällt nach unten. Das heißt, wir sind jetzt de facto nicht mehr in der Progression, sondern wir gehen jetzt in die Korrektur. Und das ist jetzt der Moment, wo wir also hier sehen müssen, erstens, es ist Potenzial nach unten hin da, es ist Rückschlagspotenzial da und zweitens, wie kommen wir denn im besten Falle in eine Long-Position rein? Und da haben wir jetzt den Tageschart hier, sehen auch noch schön die Sessionalität, die jetzt so ein bisschen abflacht in den nächsten Tagen. Das heißt, hier tatsächlich jetzt ein Rückschlagspotenzial aus verschiedenen Gründen. Wenn ihr euch das Marktprofil anschaut, beispielsweise auch hier nochmal die Möglichkeit, tatsächlich in die Effizienz nochmal reinzugehen. Es ist also so, wir sind hier von Effizienz zu Effizienz gelaufen, wie immer und wie ich immer ganz, ganz wichtig finde, auch sehr zügig. Also wir haben also diesen Bereich und ich mache es nochmal, dass ihr das zu Hause seht, nochmal ganz kurz kenntlich. Wir haben also diesen Bereich der Ineffizienzzone in der Vergangenheit immer binnen 2 Tagen sozusagen wieder verlassen. Und das ist also ein Bereich, da hat sich der Kurs nicht wohlgefühlt und von Effizienz zu Effizienz konnte er laufen. Und jetzt ist es tatsächlich auch so, wenn er dann ein wichtiges Effizienzziel angelaufen hat, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass er sich hier nochmal angezogen fühlen wird, dass er hier nochmal reinläuft. Das heißt, die Tendenz mit der bärischen Saisonalität nochmal in die Effizienz reinzulaufen, sich hier nochmal aufzuhalten, hier nochmal Umsatz zu generieren, nochmal Kraft zu sammeln, ist jetzt da. Und wir müssen natürlich, beziehungsweise wir können hier diesen Rücksetzer nutzen. Zum einen können wir uns in eine langfristige Long-Position natürlich günstig einkaufen. Das heißt, wir können jetzt strategisch hier vom Hoch zum letzten Verlaufstief mal ein großes Fibo drüber ziehen, weil wir jetzt wissen, es geht jetzt ein paar Tage in die Korrektur und uns dann hier in die Long-Position einkaufen, die dann wahrscheinlich kommen wird, weil nach unten hin hat der Kurs eigentlich nichts zu suchen und die Saisonalität geht dann natürlich auch wieder deutlicher nach oben, als sie jetzt hier nach unten zu erwarten ist. Das heißt, wir können im Euro-US-Dollar meiner Meinung nach eine Long-Position suchen, sollten aber eventuell hier nochmal mit einem kleinen Rücksetzer rechnen. Ziehen wir mal einen Fibonacci vom Hoch zum letzten Tief, so einen markanten Bewegungstief der Fraktalbewegung im Tageschart und dann wäre beispielsweise das 38,2% Retracement das optimale Einstiegsniveau, weil hier wird das Profil dünn, das heißt, das Volumen wird dünner werden. Die Saisonalität sagt auch, okay, so weit kannst du runtergehen, aber nicht unbedingt weiter, weil wir starten ja jetzt hier von da oben, können ungefähr diese Strecke hier nach unten erwarten. Das ist jetzt natürlich alles reine Theorie. Also wir können quasi das, was wir hier haben, vom aktuellen Kurs runter erwarten, beziehungsweise vom Hoch ungefähr so. Das würde dann clustern mit dem 38er Cluster, dann mit dem Volumen und irgendwann kommt uns natürlich auch hier die 200-Tage-Linie jetzt so weit entgegen, dass sie nochmal stützen wird. Das heißt hier Euro-US-Dollar-Long-Position im Bereich des 38er Fibus um die 1,20er-Marke, die da 1,2050 sowas hier rum. Das ist okay. Bis dahin können wir tatsächlich runterhandeln, aber man muss natürlich nicht unbedingt im Vorfeld einer Zinsentscheidung jetzt hier da großartig reingehen, weil der Markt ist dann wie so eine Maus vor der Schlange sitzt, der stellt sich erstmal tot, bis tatsächlich hier irgendwas passiert und wird jetzt wahrscheinlich erstmal etwas zur Ruhe kommen. Ich habe noch vergessen, beim US-Dollar-Schweizer-Franken, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt das natürlich traden, seid ihr nicht an den Tageschart gebunden. Das heißt, ihr könnt natürlich auch tiefer gehen, ihr könnt auch in die Stunde reingehen. Und da sieht man ganz schön dieses Doppeltop hier, das dann ausgelöst wurde, auch mit einer starken Kerze. Und hier jetzt natürlich ein schöner Trend. Das heißt, es sagt niemand, dass ihr nicht
jetzt hier Market Short gehen könnt. Ihr müsst aber dann natürlich den Stop-Loss hier auf Basis des Stundencharts managen. Das heißt, jetzt in die Short-Position reingehen ist natürlich erlaubt, den Stop-Loss über das letzte bestätigte markttechnische Verlaufshoch und die gleitenden Durchschnitte und das Volumen setzen. Das wäre also dieses Hoch. Dann könnt ihr natürlich hier den Stundenchart jetzt so weit nach unten traden, wie er denn hier das zulässt. Das ist also ganz, ganz wichtig. Ihr könnt schon den Move, der jetzt hier runterkommt, mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich heute tageweise, stundenweise handeln. Müsst natürlich den Trade auch aktiv managen. Das heißt, ihr solltet natürlich daheim sein und an der Position arbeiten können, mit der Position arbeiten können, weil es wird nicht mehr lange nach unten gehen. Die Meinung von Chris und meine ist da sozusagen eine positive Korrelation. Ja, Euro-US-Dollar, so viel dazu. Also jetzt muss man nicht unbedingt traden. Wenn man traden möchte, dann eher ganz kurzfristig in der Short-Position. Dann kann man natürlich auch sagen, okay, ich warte, bis dieser Aufwärtstrend bricht, gehe dann in die Short-Position rein, stopp mich hier eng aus und handle das Ganze. Ich rate davon ab, aufgrund eben der Schlangentheorie, dass der Markt wahrscheinlich gar nicht so großartig sich bewegen muss vor einem Zinsevent. US-Dollar-Cut schauen wir uns als nächstes an. Das war jetzt also auch gewünscht, weil wir hier natürlich mega Moves haben. Wir waren auch hier auf der richtigen Spur übrigens. Wir haben natürlich gesehen, dass das Ding runter möchte, aber wir haben natürlich auch gesehen, dass hier eine markante Unterstützungszone war. Das heißt, die meisten werden das gar nicht mehr traden, beziehungsweise werden diesen Trade gar nicht mehr machen, weil wir erstens hier eine Unterstützung gehabt haben und zweitens hier. Und meistens ist es auch so, ihr seht, das wurde übrigens sehr schön wahrgenommen jetzt auch hier, dass natürlich ein Kurs, der so weit gelaufen ist, jetzt hier emotional, psychologisch noch in die Short-Position reinzugehen, ist natürlich mega schwierig. Also, dass man sich jetzt vorstellt, dass der Kurs jetzt hier nochmal runterrutscht, ist natürlich cool, das zu traden, aber dass das ohne Korrektur passiert, das ist schwer vorstellbar. Rein nach der Logik heraus, wenn wir uns das jetzt fernab unserer Psyche betrachten, haben wir natürlich seit 31 Wochen einen intakten Abwärtstrend hier im US-Dollar Cut. Das heißt, Long verboten, Short erlaubt. Tageschart sagt dasselbe. Wir sind also hier im Abwärtstrend, haben eine ganz, ganz traurige Seitwärtskorrektur, was wiederum hier natürlich schon die Möglichkeit einer Short-Position eröffnet und dann hier eben eine Stop-Loss hier oben drauf zu setzen. Seasonals sagen, es kann mal ein paar Tage, ein paar Wochen hochgehen, dann aber wieder ordentlich runter. Das heißt, hier würde ich jetzt persönlich ehrlich gesagt eine Korrektur sehen wollen. Ich würde jetzt sehen wollen, dass der Kurs hier hochläuft an das letzte Hoch, dass wir uns hier Short einkaufen und dann zugunsten des Seasonals weiter nach unten gehen. Ich habe Angst vor solchen Charts, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich traue mich hier nicht rein zu shorten. So schön das aussieht, wenn ihr die auf Deutsch gesagt Eier habt, dann macht das natürlich. Ich persönlich kann hier dem Ganzen jetzt nicht so viel abgewinnen, weil einfach nach unten hin mir so ein bisschen die künstlerische Freiheit fehlt, dass der Kurs da jetzt unbedingt nochmal reinlaufen wird. Wenn er unten reinläuft, dann wird er wahrscheinlich schon weit reinlaufen. Wir können mal, wenn ihr wollt, weil das Marktprofil hört ja hier an der roten Linie auf, mal gucken, was in der Vergangenheit passiert ist. Das heißt, wir stellen mal kurz das Marktprofil auf Basis des Wochencharts mal auf die doppelte Menge an Kerzen und schauen mal, was er uns dann auswirft. Müssen wir nochmal machen. Also Marktprofil, editieren, Wochenchart, gehen wir mal einfach auf 500. Ah, ich war im Monat, sorry. Ich habe es falsch gemacht. So, und schauen wir einfach mal weiter in die Vergangenheit. Also wenn er quasi hier in die Endeffizienz reingeht, hier hat er sich nicht aufgehalten, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass er hier runterfällt. Also auf dieses Niveau ungefähr, dass er dann tatsächlich fallen würde, rein technisch gesehen. Mir persönlich ist das viel zu bunt. Wer die Short-Position macht, wird wahrscheinlich den Trade seines Lebens machen, mit der Wahrscheinlichkeit auch ausgestoppt zu werden. So viel US-Dollar-Cut, Potenzial ist da. Wer sich traut, der kann das machen. Ich persönlich bin raus aus der Nummer. Euro-US-Dollar hatten wir, US-Dollar-Japanien. Können wir uns mal kurz anschauen. Woche grün, Tag grün, schön weit gelaufen auch, dann schön korrigiert und jetzt natürlich wieder hier trendig unterwegs. Was dagegen spricht, ist die Saisonalität. Von daher mache ich diesen Trade nicht. Schauen wir einfach mal weiter, was Potenzial bringt, sieht man hier in der Matrix auf den ersten Blick, nämlich dann, wenn beispielsweise alle Zeiteinheiten in einer Farbe sind und im besten Falle auch noch die Seasonal Forecast. Also Austral-Dollar-Japan-Yen ist eine Währung,
die man sonst vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, die wir uns jetzt aber gemeinsam anschauen in einem Wochenchart. Langfristiges Bild, langfristiger Blick. Natürlich sehen wir hier, dass der Kurs nach oben geht, dass er hier steigen kann und dass wir hier auch sehr, sehr stabil unterwegs sind. Das heißt, die Korrektur jetzt hier, diese Seitwärtsschiebephase, die ist sehr, sehr schwach ausgeprägt. Wir haben eine schöne inverse SKS-Formation, schönes Wiederobern der EMA 200-Linie, gar kein Retest mehr. Das heißt, es spricht alles für enorme Stärke. Und was auch noch recht nett ist, dass einfach der nächste Widerstandsbereich, der Horizontalwiderstand, da tatsächlich noch ein ganzes Stück weit weg ist. Das heißt also, Australdollar, Japan, hier lohnt sich jetzt auch auf jeden Fall hier der Blick in den Tageschart. Und da sieht das ganz interessant aus. Warum? Weil wir hier eine Phase haben und die Korrektur, wie gesagt, relativ flach in einer Dreiecksformation ausfällt. Wir könnten also hier eine ansteigende Linie einzeichnen und sagen, hier baut sich also technisch gesehen weiterhin Druck auf. Druck, der eben von einer Horizontallinie zunächst mal gedeckelt wird, aber die Hochs steigen immer weiter an. Das heißt, der Markt ist hier nicht bereit, tiefere Kurse zuzulassen. Die Leute, die hier kaufen, die Marktteilnehmer, die hier zukaufen, die kaufen immer weiter zu höheren Kursen. Das heißt, die Marktpsychologie spricht jetzt sehr stark dafür, dass wir dieses Dreieck als Trendfortsetzung, als Korrekturphase nach oben hin auflösen werden. Das ist aus meiner Sicht jetzt hochgradig wahrscheinlich. Und der nächste Blick ist auf das Marktprofil. Wir sehen, wir sollten nicht nach unten gehen. Wir haben also hier eine Wohlfühlzone. Drunter hat der Markt nichts zu suchen. Hier hat er nichts zu suchen. Saisonalität ist nicht schlecht. Wir sind also hier in der Phase, da kann es also zeitweise nochmal ein paar Tage, Wochen hier nochmal tatsächlich seitwärts weitergehen. Aber dann auch hier aus saisonaler Sicht tatsächlich Bestätigung des Ausbruchs. Und das ist ein Trade aus meiner Sicht, den müssen wir jetzt fast schon machen. Beziehungsweise den muss ich jetzt fast schon machen. Warum? Einfach, weil die Argumente eiskalt sind. Die sagen, du musst quasi diesen Trade machen, weil das ist dein Regelwerk. Also, wenn die Ampel auf grün ist, dann musst du den Auslöser drücken. Wir können mal Schweizer Franken Japan Yen noch anschauen. Der ist seit 28 Wochen im Aufwärtstrend, der ist seit 39 Tagen im Aufwärtstrend und der ist auch im Stundenchart im Aufwärtstrend. Aber hier kommen jetzt natürlich auch, wenn wir uns das anschauen, hier ja vielleicht die Widerstände so ein bisschen näher. Schauen wir uns mal ganz kurz die Historie an. Oh, sieht auch nicht schlecht aus, ne? Guck mal. Widerstand ist weit weg. Wir haben schön dieses Aufwärtsmomentum. Wir haben schön auffächernde Gleitendurchschnitte. Wir haben diesen Trend. Aber ich sage es euch, wie es ist. Ich finde fast den hier noch besser, weil der ist noch nicht so weit gelaufen wie der hier. Der ist noch nicht ganz so lange in der Aufwärtsphase. Die Seasonals sind nicht ganz so gut, der Forecast. Von daher aus. Out Japan Yen würde ich persönlich machen. Chris, ich frage dich mal zwischenzeitlich nach deiner Meinung. Australdollar, Japan Yen sind ja doch ja, Währungen, die sich schon sehr ähnlich sind auch. Also ja, es geht in die gleiche Richtung auf der Weltkugel, dass das Ganze, wobei Australien sehr, sehr rohstofflastig ist, Japan sehr, sehr importlastig ist. Das heißt, hier tatsächlich auch nicht unbedingt, obwohl der räumlichen Nähe dasselbe Kursbild und natürlich deswegen auch sehr schöne Bewegungen in den Währungen. Also nicht ganz so, wie wenn man jetzt hier den Cutout handeln würde. Das sind beides rohstoffintensive Währungen. Die sind sich schon sehr ähnlich. Da ist die Schwankung nicht ganz so intensiv. Aber der hier, muss ich jetzt persönlich sagen, vielleicht kannst du den Chart mal kurz angucken. Der juckt mich jetzt schon in den Fingern. Den Trade muss ich jetzt hingehen. Was sagst du dazu? Da sind wir ja eigentlich in einem relativ gleichen Umfeld. Du liebst da die Saisonals genauso wie ich an der Stelle. Und der Australdollar-Yen ist tatsächlich auch neben Euro-Yen übrigens, ist natürlich jetzt ein kleines anderes Pendant, tatsächlich im Fokus, weil der wirklich spannend aussieht. Die Saisonalität ist jetzt genau dann eben mit Blick auf die kurzfristigere Phase hochgradig bullisch. Wenn man da noch ein Stück weit länger in die Historie geht, wird es so ein bisschen schwammig, aber uns interessiert ja auch nicht das, was vor 50 Jahren war, in Anführungszeichen, sondern eben die jüngste Saisonalität. Und da ist der Australdollar saisonal, aber auch charttechnisch hochinteressant. Unter Rainbow-Gesichtspunkten absolut bullisch. Da wartet man im Prinzip nur noch auf die bullische Heike-Naschi-Kerze, die denn kommen könnte, wenn er, wie bei dir auch dargestellt, also in Richtung 85 Yen hochschießt. Und insofern gerade auch die kurzfristige Saisonalität durchaus spannend, wenn er dann nochmal ein Stück weit zurückkommt, ein bisschen seitwärts konsolidiert. Man darf fast sagen, das ist ein Must-Have. Also wenn man den Trade nicht eingeht, ist man selbst schuld. Aber hier gilt nochmal, liebe Leute, ihr müsst es selber verantworten, selber den Risikobutton
aufsetzen, ansetzen, überlegen, was geht, weil so schön es aussieht. Und ich hatte, war es Ende oder Anfang diesen Jahres, britisch Pfund, Schweizer Franken, ein so herrliches Setup, auch alle Parameter passen. Und nichtsdestotrotz geht man in so einen Trade jetzt dann auch nicht mit 5% des Risikos oder dergleichen, weil es nur einer von vielen ist. Und das kann natürlich so schön das Setup auch aussieht, nach hinten losgehen, aber rein in der Vergleichbarkeit finde ich den Australdollar-Yen gegenüber Schweizer Franken-Yen auch interessanter. Schweizer Franken-Yen hat ja auch noch das zusätzliche Vehikel eben des Schweizer Frankens. Wir haben es beim US-Dollar-Schweizer Franken gesehen, man muss auch immer auf die Klumpenrisiken aufpassen, wenn man den einen Trade macht und den anderen, dass man nicht zu viel auf einer Währung liegt in einer Richtung. Also Australdollar-Yen gefällt mir wirklich auch sehr gut, zumal auch der Preis so ein Stück weit, du siehst das gerade im Wochenchart auch sehr deutlich, seitwärts konsolidiert nach der großen Rallye und so ein richtiger Abwärtsdruck ist jetzt auch nicht zu verspüren. Das wirkt wirklich bullisch. Also gefällt mir sehr, sehr gut als Sharp View. Euro-Yen kannst du dann übrigens auch nochmal nehmen. Und jetzt haben wir ja einige Yen-Pairs, Neuseeland-Dollar-Yen. Also es wären nochmal zwei Währungen, die du vielleicht im Nachgang neben der aktiven Trade-Gestaltung jetzt zum Australdollar-Yen vielleicht dann nochmal besprichst zum Ausklang. Euro-Yen, Neuseeland-Dollar-Yen, also sind wir sehr Yen-lastig an der Stelle, aber das wäre sicherlich nochmal interessant für das Publikum. Und eine Aufzeichnung gibt es in der Tat. Wir haben sie bis dato noch nicht hochgeladen, die jüngsten, weil es ja wie gesagt immer brandaktuelle Einschätzungen sind. Ich stimme mich da mit dem Chris Stern gern ab. Wir können das durchaus tun. In Zukunft auch da den ein oder anderen Mehrwert ja ohnehin noch liefern wollten zu diesem Webinar-Format. Also da seid gespannt. Und wie gesagt, die Anfrage Marco, durchaus möglich. Wir können dann einen Nachgang-Mailer mal kreieren, sodass wir da auch noch den ein oder anderen Infobutton noch mit setzen. Also erstmal danke für das Interesse und auch für die Teilnahme. Und so geht's los. Jürgen sieht es ja selber auch, es wird aufgezeichnet. Genau, es ist teilweise ein Automatismus. Da geht es dann nur noch darum, ob die Komprimierung dann wiederum klappt. Da gab es auch in der Vergangenheit immer mal einen Bug. Aber ich bin heute sehr zuversichtlich, dass alles funktioniert. Also insofern schauen wir uns das auf jeden Fall hier weiter an. Und alle, die später kamen, sollten dann einen Roundmailer bekommen. Also jeder registrierte Teilnehmer wird dann sozusagen informiert. Merkt euch das, wenn das nicht der Fall sein sollte, dann direkt auch mal unserem Support schreiben. Dann kann es sein, dass ihr da in dem Company Letter nicht das Häkchen gesetzt habt, wo es eben darum geht, dass ihr hier die entsprechenden Informationsmails bekommt. Alright, also Chris, die zwei Währungspaare wären es noch. Ich bin hier beim Australdollar-Yen auf jeden Fall auf deiner Seite. Schönes Match, gefällt mir sehr, sehr gut. Insofern bin ich mal gespannt, wie du jetzt den Trade weiter ausarbeitest, um dann eben im Nachgang Euro-Yen, Neuseeland-Dollar-Yen vielleicht auch nur in einer kurzen Beschau mit der Einschätzung zu kreieren, weil anhand deiner Cluster-Analyse, wie ich das so kurz sehe, ist der Neuseeland-Dollar-Yen so ein bisschen zwischen, möglich kommt was, aber rumeiern, da ist der Australdollar-Yen auf jeden Fall der wohl interessantere Wert. Und insofern würde ich das Wort jetzt dann wieder zurückgeben im Rahmen der Einschätzung. Genau, also ich werde mich kurz fassen, weil ich um 12 quasi weiter muss, aber ich habe gerade das mit dem Klumpenrisiko, tut mir leid, das habe ich gerade ein bisschen vorausgesetzt. Sozusagen ist natürlich klar, dass man, wenn man das jetzt beide Trades machen würde, Australdollar, Japan-Yen, Schweizer Franken, Japan-Yen, dass man quasi das Risiko im Depot natürlich einfach verdoppelt, weil die sehr stark korreliert sind beide, also quasi im Nachnamen beide den Yen haben, im Vornamen zwar andere, aber das ist natürlich meist dann automatisch eine sehr starke Korrelation und man würde dann quasi sein eigenes Risikomanagement aushebeln. Ich habe jetzt mal noch eins gemacht und zwar habe ich hier quasi meine Stop-Linie eingezeichnet, meine Market-Buy-Linie und meine Take-Profit-Linie hier am letzten markanten Verlauf, so an den Kerzenkörpern. Und wenn ich das Ganze quasi mit 2% Equity handeln würde, auch mit einem relativ kleinen Konto, könnt ihr da schon ja 0,09 Lot jetzt de facto handeln oder alternativ 1% Risiko quasi mit einem kleinen Konto 0,04 Lot handeln. CRV ist bei 1,8 ungefähr. Das heißt, das ist durchaus günstig. Ihr bekommt für einen riskierten Euro quasi 1,80 wieder raus. Und muss fast ehrlich sagen, der Trade ist schon, hat schon aus meiner Sicht wirklich viel Schönes. Also hat nichts, was dagegen spricht. Die Argumentationskette ist verdichtet quasi in eine Richtung und das macht natürlich die Annahmewahrscheinlichkeit hier, dass das Ding auch unsere Richtung läuft hier super. Und ich freue mich, dass wir den gefunden haben und freue mich dann auch drauf, wenn wir den jetzt aufmachen, dass wir hier gemeinsam den beim nächsten Webinartermin hier vielleicht weiter verfolgen können.
und natürlich vielleicht auch schon einen Ausbruch gesehen haben. Euro-Japan-Yen seht ihr hier in der Matrix seit 28 Wochen in einem Aufwärtstrend. Ganz, ganz stark. Was mir hier nicht gefällt, im Gegensatz zu dem Trade, den wir jetzt machen, ist hier der nahe, relativ nahe Widerstand. Ist auch noch nicht um die Ecke, aber es ist nicht ganz so schön wie bei dem anderen, weil wir hier auch keine Risikobegrenzung, also keinen taktischen Stop-Loss haben. Wir müssten hier, wir können nicht unter die EMAs gehen, wir können nicht unter das letzte Tief gehen. Das würde CRV-technisch nicht funktionieren. Müsste sich hier eines ATRs beispielsweise behelfen, was den Stop-Loss angeht. Und das ist ja ein bisschen schwieriger aus meiner Sicht. Alternativ natürlich, man geht jetzt hier tiefer, man schaut im Tageschart, was passiert hier. Wir haben seit 39 Tagen einen Aufwärtstrend, aber auch hier, ihr seht das schon, die Korrektur steht aus. Und mir fehlt einfach für eine Long-Position jetzt hier ein guter Stop-Loss und das Vertrauen, dass die Korrektur jetzt nicht langsam auch mal ansatzweise zeitnah passiert. Weil schaut euch mal die Fraktale an, die sind immer ungefähr ähnlich groß und lang von ihrer Ausdehnung her und dann kam auch immer die Korrektur. Und es sagt uns ja keiner, dass jetzt die Korrektur hier nicht mindestens mal noch, ja, ziehen wir mal ein Fibo drüber hier vom letzten Tief zum jüngsten Verlauf so. Also wir sollten hier bis zum 38er durchaus korrigieren. Das ist schon noch ein ganzes Stück nach unten. Also das ist schon noch sehr viel Platz. Sie sind jetzt auch erstmal für die nächsten Tage bärisch. Dann natürlich, wenn die Korrektur kommt, sich dann einzukaufen mit einer Staffel am 38er Fibo, vielleicht hier long zu gehen. Das ist natürlich dann wieder was anderes am 50er, am 61,8er. Dann hat man auch einen guten Stop-Loss. Dann hat man aber einen langfristigen Positionstrade hier auf der Long-Seite und da ist der Swap auf der Long-Seite halt dann doch schon recht negativ. Das heißt, man verliert quasi hier über die Übernachtfinanzierung, über die Zinsdifferenz in der Long-Position, die man positionstechnisch länger hält, natürlich dann auch immer so ein bisschen an dem Gewinn sozusagen wieder an den Swap weg. Schauen wir auf den New Zealand Dollar Japan Yen seit 28 Wochen im Aufwärtstrend. Inverse SKS-Formation, schön über die EMAs drüber gegangen, aber auch hier ist es halt so, und das würde mir den Trade sozusagen jetzt hier so ein bisschen vermiesen, es kommt hier eine ganze Armada an Horizontalwiderständen. Das heißt, wir sehen hier, dass der Kurs, selbst wenn er da reinläuft, wahrscheinlich erstmal in die Korrektur muss. Wir sehen auch aus dem Marktprofil heraus, Wohlfühlzone, das heißt, er kann schon noch steigen und wird schon noch steigen, aber eben hier auch etwas begrenzter als ja, die anderen Tageschart. Auch hier Seasonals erstmal kurz nach unten. Tageschart über das Doppeltop hätte ich gerne mehr Movement gesehen, hätte ich gerne mehr Bewegung gesehen mit dem Ausbruch. Der hat einen Tag lang noch nachgezogen, ist dann sofort in sich zusammengekracht und hat jetzt wieder hier diesen Magneten vor sich. Das heißt, der Kurs wird hier wahrscheinlich nochmal eintauchen, weil einfach nach dem Ausbruch über einen wirklich wichtigen Bereich im Tageschart, da kam nichts. Da kam nichts nach und das spricht nicht unbedingt für den potenten Bullen, den wir hier sehen wollen, sondern wir sehen wahrscheinlich eher hier jetzt einen Rücksetzer in das Haupteffizienzlevel rein. Ich freue mich, dass wir ja hier einen mega guten Trade aus meiner Sicht heraus gefunden haben. Und von daher würde ich gar nicht unbedingt jetzt da mit den anderen Yen-Pairs rumspielen, sondern finde den Austral-Dollar da eigentlich als passenden Gegenpart. Der Chart ist einfach der schönste, der sieht am besten aus und aus meiner Sicht hat er jetzt am meisten Potenzial. Freue mich aber, dass wir hier ein bisschen in Diskussion gekommen sind, dass ihr da euch Gedanken dazu macht und wie gesagt, ich bin gespannt, ob wir dann im nächsten Webinar, ich weiß gar nicht, ob der Chris schon einen Termin hat dafür, ob wir uns dann hier vielleicht schon aus dieser Seitwärtsschiebezone rausbewegt haben und hier ein bisschen Bewegung sehen. Ich werde den Trade jetzt quasi gleich aufmachen mit 2% Risiko in Abhängigkeit von der Konto-Equity und dann werden wir beim nächsten Termin drüber sprechen. Soweit von mir. Ich muss jetzt quasi in meinen Zweitjob wechseln. Ich habe jetzt quasi heute hier die Speisekarte geschrieben. Wir eröffnen quasi die Gastro jetzt sukzessive wieder, durften seit Montag jetzt auch den Innenbereich wieder öffnen hier in Bayern. Und ja, dann denke ich mal, dass vielleicht auch das ein oder andere Seminar dieses Jahr noch möglich ist, was Trading angeht. Vielleicht sieht man sich sogar dieses Jahr dann nochmal persönlich. Das wäre natürlich mega cool. Ja, ansonsten sage ich danke von mir aus an dieser Stelle. Chris, weiß nicht, ob du seminartechnisch schon irgendwas planst für die Zukunft oder ob es von eurer Seite schon Ideen gibt. Ansonsten, vielleicht kannst du uns noch den nächsten Termin für die Webinarreihe schon mal verraten. Genau,
Genau. Ich bin schon im vorauseilenden Gehorsam, Augen links, ne, sozusagen vorausgeeilt. Und in der Tat, wer auf die Anmeldung schaut, wir haben jetzt den 6.7. datiert und auch schon den 10.8. sozusagen. Also immer zu Beginn des Monats, immer wieder der Dienstag an der Stelle. Es wird bei 11 Uhr bleiben. Also 6. Juli wäre das nächste Date und dann der 10. August. Und wir würden das auch weiter sozusagen im 2-3-Monats-Rhythmus skizzieren. Wir können auch gerne mal eine Jahresplanung machen. Aber das mal vorab für alle Interessierten. Hier geht es weiter. Ich freue mich sehr, dass Chris am Start ist, uns da hier auch sozusagen ergänzt mit seiner Betrachtungsweise. Ich bekomme ja auch viel positives Feedback, Karl. Danke. Marco wird dich sogar besuchen im Restaurant. Chris, ich hatte ja gestern auf den Socials auch einen kleinen Link reingehauen im Rahmen deiner Zweitaktivität. Und um die Frage gleich abzuarbeiten, natürlich würde ich gern hier im süddeutschen Raum in der Umgebung vom Chiemsee, um nicht zu sagen direkt bei dir, Chris, da etwas starten wollen. Ich weiß um deine Räumlichkeiten, ich weiß um deine Möglichkeiten und bin da guter Dinge, dass wir da was aufsetzen. Corona entspannt sich, die Lage geht hier in Richtung Entspannung zu, jetzt zum Sommer sowieso. Lass mal sehen, was wir da kreieren können. Ich bin da auf jeden Fall sehr motiviert, da in Kürze was aufzustellen. Die Heidrun hat sogar in Kieming im Seebruck gearbeitet. Na, da schau an, das ist ja direkt ums Eck vom Chris. Im Grunde genommen macht euch da bereit, gerade jetzt hier in diesem Format mit dem Chris Stern und Chris Kämmerer, wir beide dort im Süden ja ansässig und eben auch mit der Möglichkeit der Destinationsnutzung. Wir werden euch hier auf dem Laufenden halten, sobald da was geht. Und ja, Chris, ich melde mich da schon mal vorab an. Und ansonsten hören wir beide uns bilateral ohnehin in Kürze. Ich wünsche dem restlichen Webinarkreis auf jeden Fall einen wunderschönen sonnigen Tag, soweit es denn möglich ist. Die Wetterprognosen gehen ja auch von oben nach unten. Momentan ist es ja schön sonnig. Nutzen wir es aus, solange es so ist. Und wunderschöne Trade-Ableitung, Chris. Vielen Dank nochmal für deine Zeit und auch die Möglichkeiten, die Cluster-Analyse im Detail auch nochmal praktisch immer angewandt zu wissen. Ich wünsche jedem jetzt Happy Trades, passt auf die Märkte auf, gerade im Rahmen der EZB-Sitzung am Donnerstag und alles weitere sozusagen dann in Kürze. Chris, hab einen schönen Tag, auf bald und an den Publikumskreis ebenso freudvolle Zeit. Und in dem Sinne, Danke, danke, ciao, alles ciao. Gute euch. Ciao. JFT, just fair and direct.